Dann machen wir jetzt noch eine Runde Weltmusik. Ich habe mir jetzt zur Feier des Tages mal eine Kategorie ausgedacht, die den einen oder anderen vielleicht verwundern wird. Verwundeln. Aber um sie tatsächlich anzusprechen, Kategorie heißt Schlager-Oldies. Also nicht jetzt irgendwie Schlager im Sinne von... Letzte Woche. Genau, was hat Andrea Berg jetzt schon wieder? Hat die schon wieder einen Mann, der sie betrügt und sie ist böse und überlegt sich, was sie tut? Nein, sondern ich rede von den guten alten 70er Jahren, 60er Jahren. Vielleicht sowas wie Rex Gildo in seiner Blütezeit. Ich rede von... Cindy und Bert. Aus München. Ich rede von einigen Liedern, wo du im nüchternen Zustand sagst, ach komm, muss das sein? Muss ich mir jetzt hier was anhören von Michael Hollen? Nein. Aber nach ein paar Bier und ein bisschen Stimmung geht das sogar. Mhm. Ich möchte Sprieder wäschen, also widersprechen. Ja. Ich kann das unabhängig von der Hektolitermenge Alkohol nicht ertragen. Ich greife gerne auf das, was mir in die Ohren gekommen ist in den letzten 40 Jahren zurück und gebe das wieder, aber ich finde das nicht gut. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich rede jetzt auch nicht von Musik, die du dir zum Genuss anmachst, sondern du bist irgendwo... Ich kenne die, ich kenne die und spiele die ab und dann, ne, das wahret. Okay. Das ist wie in der Disco nach dem fünften Bier und dem vierten Jägermeister kommt jemand und schenkt dir noch einen. Ah ja, ja, ich kann das... Den kann man trinken. Ja. Aber man muss den nicht. Genau, es macht Kopfweh im Endeffekt. Ja. Sollen wir diese Kategorie echt ausspielen, oder? Wir ziehen das. Ich kann das durchziehen. Ich auch. Okay. Ich kann es auch durchziehen. Also, manchmal muss es ja auch eine Herausforderung sein. Ja. Okay, Markus. Ja, klar. Du hast bestimmt was am Start. Ich hab direkt was am Start. Eben waren es noch Morphine. Jetzt wird es noch krasser. Jetzt sind es Steroide. Steroids.